wunderschönen guten Morgen aus Schierke. Ich stehe gerade zwar an so einer lauten Verkehrskreuzung, ach aus Schierke, aus Werningerode. Ist noch zu früh, bin noch verwirrt. Auf jeden Fall fand ich den Blick hier auf Werningerode sehr schön. Bevor ich in die Stadt gehe, wollte ich euch den noch zeigen und einen guten Morgen wünschen, was ich somit getan habe. Also, wie immer, wenn ihr Lust habt, begleitet mich jetzt mal durch meine Tour in Werningerode. Ja, fängt direkt schön an hier mit dem Stadttor. Oder ich nehme zumindest an, das ist ein Stadttor. Daneben auch so ein schickes Gebäude. Was das genau ist, werde ich gleich mal eben nachlesen. Hier wird ja wohl irgendwo was dran stehen. Ach, hier steht schon, das ist das Westerntor hier vor mir. Wo man auch noch so schön durchgehen kann. Oh, sogar mit den passenden Türen noch dabei, dass man es schließen kann. Da geht's in die Stadt. Über die Westernstraße komme ich jetzt gerade, falls das interessant sein sollte. Und ich schaue mal, was mich da so erwartet. Leider zieht das schlechte Wetter, was ich in Schierke hatte, deutlich hinter mir her. Und da war es echt am Schütten, eine ganze Nacht und auch heute Morgen. Dieses schicke Gebäude am Westerntor ist übrigens ein Gymnasium. Aber jetzt geht's hier in die Altstadt. Also hier die Altstadt macht ihrem Namen alle Ehren. Es ist wirklich ein schönes Fachwerkhaus nach dem anderen. Alles top saniert. Und selbst die Läden sind optisch angepasst, was die Einrichtung angeht hier. Zumindest was ich bis jetzt gesehen habe. Und die Häuserzeilen sind ja hier nicht einfach gerade wie an so einer Schnur, sondern das schlängelt sich die ganze Zeit. Und nach jeder Kurve wird es noch schöner. Ja, das ist der Marktplatz. Wunderschön. Allein dieser Brunnen hier in der Mitte. Gehen wir eben darüber. Und dahinter das Rathaus. Klasse. Ist sogar Wasser drin. Ein Wunschbrunnen mit dem Geld. Hm? Wo es dann hier weiter durch die Gassen geht. Da oben mit den ganzen Verzierungen. Irre. Von wie riesig das alles ist. Neben dem historischen Rathaus hier ist das Hotel Gotisches Haus. Muss ich auch definitiv nicht verstecken. Und hier nochmal die Seitenansicht vom Rathaus. Und daneben die angrenzenden Gebäude. Also hier auf den Schildern, da gibt es so viel, wo man noch hin müsste. Der fürstliche Maastal-Lustgarten, ein Wildpark, das Schloss Werningerode, Planetarium, die alte Stadtmauer, Liebfrauenkirche und das kleinste Haus. Alleine das, was hier links rumgeht. Ich schau mal, was ich davon alles mitnehmen kann. Also das ist eine wunderschöne Altstadt. Ich könnte hier auch 1000 Einzelaufnahmen machen von irgendwelchen Fachwerkhäusern und kleinen Läden da drinnen. Aber das würde den Rahmen sprengen und das muss man auch selbst erlebt haben. Es soll ja nur so ein kleiner Schmankerl sein hier, dass die Stadt toll ist. Ja, und kaum kommt man um die nächste Ecke, hat man schon einen herrlichen Blick auf Schloss Werningerode. Ja, hier müsste so der Einstieg sein Richtung Schloss Werningerode. Und den nehme ich jetzt. Der Wind ist schon echt kräftig wieder. Aber jetzt Pech auf, schiebt er ja vielleicht ein bisschen. Kann nicht schaden, weil meine Waden sind durch diese vielen ungewohnten Belastungen doch leicht lädiert. Aber ich kann ja langsam machen, also daher. Jetzt ist hier ein Stück der Stadtmauer zu sehen, wieder mit einem Türmchen dabei.
Und hier gibt es sogar auf dem Weg hoch kostenlose Parkplätze am Rand. Sollte man nicht meinen. Hier beginnen die letzten Stufen zum Schloss. Das ist der erste Eindruck, wenn man hier die Treppe hochkommt. Das Ganze ist auch bewohnt. Gibt es überall Anwohnerparkplätze hier. Und hier ist dann der Blick aufs Schloss selber mit dem dazugehörigen Schlosstor, Burgtor, Schloss Wernigerode. Der Blick ist schon ein bisschen anders, wenn man hier durch das Burgtor durch ist. Gibt es dort die Möglichkeit, ins Schloss zu gehen. Aber ins Schloss selber wollte ich eigentlich nicht. Und dann gibt es nochmal die Möglichkeit, jetzt hier hochzugehen. Das ist ein Weg, 10 Minuten steht hier. Das werde ich mir noch gönnen. Weil bei dem Anblick kann man schon mal einen Moment genießen. Hier das Ganze nochmal aus einer anderen Perspektive. Also diese Bauart ist für mich immer wieder faszinierend. Dinge tun, werden das Angesicht der Erde verändern. Afrikanisches Sprichwort. Recht haben Sie. Hier geht es jetzt nochmal auf den Burghof. Ich schütze das Mikrofon schon ein bisschen, weil der Wind hier so stark am Blasen ist, das gibt es überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob man da noch so rein darf, aber ich schaue auf jeden Fall mal. Da geht es Richtung Kasse. Das heißt, man darf hier auf jeden Fall noch mal so rein. Schön mit dem Garten hier. Leider ist es ein bisschen duster. Aber hier ist gerade ein bisschen windgeschützter. Aber trotzdem schön, auch wenn das Wetter nicht ganz so mitspielt, wie ihr jetzt gleich in der Ferne gut erkennen könnt. Oder bei dem Fernblick. Schönes Brünnchen mit einem Froschkönig. Erkennt ihr den? Ja, ne? In der Mitte oben drauf. So, jetzt ab in die Ecke und gucken. Das Mikro wieder ein bisschen schützen. Ah, mit herrlichem Blick auf Wernigerode. Und das Umland natürlich auch nicht zu vergessen. Da müsste ungefähr der Brocken sein in die Richtung. Und das gehört hier alles zu Wernigerode. Und von hier hat man auch noch mal einen herrlichen Blick auf das Schloss selber. Gibt es übrigens auch so Design-Apartments, dass man hier übernachten darf oder kann. Direkt hier vor mir sitzt ein Eichhörnchen und starrt mich an. Freue ich mich immer wieder, diese kleinen Biester zu sehen. Ich stehe jetzt ein bisschen geschützt unter den Bäumen. Ich weiß nicht, ob man den Regen dort Richtung Haus gut erkennt. Bin unterwegs Richtung Lustgarten, aber bin gerade am Zweifeln, ob ich nicht ein bisschen warten sollte. Aber es sieht auch nicht unbedingt nach Besserung aus. Mal sehen. Dort ist der Eingang zum Lustgarten. Also hier steht so eine Beschreibung, was hier alles gestaltet wurde und. Aber warum das ganze Lustgarten hieß ursprünglich, kann man nur erahnen. Ich werde das mal als Bild noch einfügen. Dadurch, dass der mehrere Male umgestaltet wurde, ist von einem Garten im Grunde nicht mehr ganz viel übrig, würde ich sagen. Weil
Dazu gehören auch immer noch Blumen. Und hier ist definitiv eine Parkanlage geschaffen worden, die auch ihren Reiz haben mag, aber schlicht und einfach nur, in Anführungsstrichen, nur Bäume und Rasen hat und ein imposantes Gebäude. Aber so ähnlich stand es ja da auch beschrieben, dass das mehrfach deswegen oder mehrfach umgestaltet wurde und deswegen jetzt heute so aussieht, wie es aussieht. Naja, ich habe mir ein bisschen mehr erhofft. Und so sieht das Gebäude direkt daneben aus. Warum das immer so gelassen wird, kann ich mir manchmal auch nicht erklären. Da vorne steht ein Riesenrad. Zu diesen Zeiten auch was Seltenes. In dieser Seitenstraße, wo überhaupt kein Hinweisschild stand, ist das Harzplanetarium Wernigerode. Klein, aber fein. Wie so oft. Jo. Mal weiter. Auch hier wieder so eine schöne kleine Gasse, wo ein Turm steht, der mit Efeu komplett bewachsen ist. Ich hoffe, man erkennt das auf den Bildern besser, wie ich jetzt hier auf der Kamera. Da sieht das nämlich alles sehr duster aus. Deswegen, wie immer, geht durch die Gassen, wo auch keine Hinweisschilder stehen, dass man dahergehen sollte. Man entdeckt immer irgendwas. So sieht der Turm von vorne aus. Da hängen oben zwei kleine Flugzeuge drin. Oder relativ klein. So müsste man das gut erkennen können. Auch wenn es die ganze Zeit regnet, wenigstens haben wir es warm. Es sind 14 Grad. Und da lässt sich das Ganze doch gut aushalten. Hier nochmal ein unheimlich schöner Brunnen. Mit diesen Bronzestatuen dabei. Von 2003. Das Haus direkt hier gegenüber ist die Front komplett aus Vollholz, also massiv gebaut. Na, der muss jetzt natürlich genau da parken, ne? So, jetzt sieht man es wieder. Bin da gerade mal rüber, um mir das mal vom Nahen anzuschauen. Das ist echt klasse. Hier bin ich jetzt am Riesenrad angekommen. Bin mal gespannt, ob das abends in Betrieb ist. Spricht ja eigentlich nichts gegen, wenn die Leute da mit Maske reingehen. Aber es ist gut, dass ich zuerst oben beim Schloss gewesen bin, weil jetzt ist es komplett im Nebel versunken. Jetzt stehe ich hier in Wernigerode noch an so einem Wasserlauf, der zu verschiedenen Teichen führt, die es hier noch zu sehen gibt. Und bestimmt noch etliche andere Sachen, die schön sind. Aber für mich war es das jetzt. Ich bin zufrieden. Ich habe das gesehen, was ich sehen wollte. Und möchte noch mal darauf hinweisen, dass diese Videos das zeigen, was mich auch wirklich interessiert. Weil ich oft mittlerweile in den Kommentaren lese, ja, du hättest aber noch das zeigen müssen und das zeigen müssen. Das ist durchaus möglich, dass das für euch dann interessant ist. Aber ich zeige ja die Sachen hier aus meiner Sicht. Und das sollte vielleicht auch respektiert werden. Dankeschön. Wenn das nette Hinweise sind, dass ich mir das nochmal anschauen kann, habe ich da kein Problem mit. Aber nicht du musst. Also das geht gar nicht. So, soweit so gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut, euer Markus.